Wir machen die Straßen sicherer, sowohl für konventionelle als auch autonome Fahrzeuge, aber insbesondere für die anderen Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Fahrradfahrer. Hierzu haben wir den Dynamic Risk Management Algorithmus entwickelt und wie man den einsetzt, zeige ich jetzt. Mein Name ist Thomas Freudenmann, ich bin Geschäftsführer und Mitgründer der Firma EDI, Engineering Data Intelligence, der Name ist hier Programm, Berlins Daten semantisch zu vernetzen und KI-basierte Entscheidungsmodelle bereitzustellen, um den Menschen zu unterstützen oder Maschinen, in diesem Fall Fahrzeuge, zu automatisieren. Die unangemessene Geschwindigkeit ist die Hauptunfallsursache. Das kann zum einen daran liegen, dass man selbst die Situation falsch eingeschätzt hat oder aber, dass andere Verkehrsteilnehmer sich nicht so verhalten, wie man es erwartet. Der größere Sicherheitsabstand ist hier die Lösung. Aber der Dynamic Risk Management Algorithmus ist kein Notfallbremsassistent. Wir können kritische Situationen 10 Sekunden, 30 Sekunden im Vorfeld vorhersagen und somit kann man mit der angemessenen Geschwindigkeit die Situation entschärfen oder gänzlich vermeiden, indem man eine andere Route wählt. Mit unserem Algorithmus können wir nicht nur kritische Situationen vorhersagen, sondern wir können auch in Aufzeichnungen kritische Situationen automatisiert erkennen. Wie in diesem Fall in dem Berkeley-Datensatz mit über 100.000 Aufzeichnungen konnten wir automatisiert diese Baustellensituation herausfiltern. Unseren Algorithmus setzen wir auch im Projekt Relay ein, mit dem Ziel der virtuellen Zertifizierung von autonomen Fahrzeugen. Hier haben wir starke Partner an der Hand mit dem Fraunhofer IOSB, der Universität Stuttgart und der Firma IPG, ebenfalls aus Karlsruhe, die ebenfalls ein Spin-off von KIT sind, vor 40 Jahren gegründet, die EDI GmbH ist vor 5 Jahren gegründet. Falls Sie auch sichere Systeme haben wollen, kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns jetzt schon auf die Zusammenarbeit. Herzlichen Dank.